showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Moin Leute, heute zeige ich euch, wie man einen richtig nicen Zap-Effekt macht. Dazu braucht ihr mein Settings-File, die Chefire-Plugins, die BCC-Plugins und euren Clip. Dann öffnet ihr DaVinci Resolve, geht ein Projekt rein und nehmt euren Clip und den kürzt ihr mal zu dem Kill halt. Zum Beispiel hier könnt ihr dann mit den Pfeiltasten nach links und rechts gehen. Beim Hit-Marker oder beim Hit könnt ihr einfach mit M einen Marker setzen, dann geht ihr etwas nach vorne, macht mit I einen Input und etwas danach mit O einen Output. Dann zieht ihr den in die Timeline rein. Wenn ihr in der Timeline drin seid, geht ihr in die Effects Library, holt euch unter Effects einen Adjustment Clip rein, geht wieder in den Media Pool und droppt den wieder in den Media Pool und wieder über den Adjustment hier. Den könnt ihr dann über den Clip legen und dann drückt ihr Ctrl D und dann gebt ihr hier ein 30. So. Danach geht ihr mit dem zur Marke, dann könnt ihr wieder mit den Pfeiltasten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Frames vor den Clip gehen und dann geht ihr mit dem bündig hier hin. Danach geht ihr über den Clip und geht in Fusion rein. So, wenn ihr dann in Fusion drin seid, könnt ihr mein Settings-File reinziehen und dann verbindet ihr den Media-In in die Brightness-Contrast-Node und in die andere Brightness-Contrast-Node und vom Media und vom Set geht ihr dann in Media-Out. Ihr könnt den Clip tracken, aber sieht am besten aus, wenn man ihn manuell trackt und das geht nämlich so. Ihr geht hier mit dem End von diesem Punkt, wenn ihr mit Mausrad gedrückt und Linksklick reinzoomt, auf den Kopf und geht hier auf den Punkt hier und setzt bei End hier ein Keyframe. Dann geht ihr zwei Frames nach vorne und macht dasselbe nochmal. Geht wieder zwei Frames nach vorne, geht wieder auf den Kopf. So. Zwei Frames nach vorne, auf den Kopf. Und das macht ihr jetzt immer und immer wieder. Wenn ihr den Kopf nicht mehr seht, schätzt ihr einfach ab, wo das sein könnte, wo der Gegner sich jetzt befindet. Und immer zwei Frames nach vorne. Ich könnte auch jeden einzelnen tracken, aber mit zwei sieht es fast am cleansten aus. Und dann zum Gegner gehen. So, und beim letzten noch. Danach habt ihr eigentlich schon alles gemacht. Und könnt die Tracker-Note mit Delete eigentlich wieder löschen, denn die braucht ihr nicht mehr. Und so sieht es wirklich fast am besten aus. Bei der Wiedergabe laggt es eigentlich fast immer. Es kann auch sein, dass das Programm crasht. Aber wenn nicht, einfach nochmal restarten und neu machen. Aber wenn es funktioniert, ist das wirklich ein cleaner Effekt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Kanal, um keine weiteren Presets und Tutorials mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.